und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LS19. Heute werden wir, oh Gott, werden wir hier ordentlich Tiefen lockern. So. Oh Gott. Ja, das Feld muss ja getiefenlockert werden hier. Beziehungsweise gepflügt. Aber Tiefenlockerer haben die gleiche Funktion wie Pflüge, von daher Tiefenlocker ich lieber, weil die meistens ein bisschen mehr Breite haben. Ja. Ich habe soweit schon alle Gespanne bereitgestellt, habe die Big Bags einsortiert von letzter Folge. Und ja, ich habe auch festgestellt, der Hoflader schafft die Big Bags auch zum Hochheben. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil der Maxim braucht ein 2-4er-Gewicht hinter, damit er die ordentlich hochkriegt. Och, der Krammer hat das gut gemacht eigentlich. Naja, will ich mir jetzt auch nicht weiter drauf verärgern. Aber ist halt komisch und unrealistisch. So. Zack. So, komm zu. Also hier merkt man auch echt, dass der an seine Leistungsgrenze kommt, finde ich. Ich meine, er zieht das Ding gut durch den Boden. Aber, ne? Ich finde, man merkt das trotzdem. Dass der hier, ja, eben. Sobald hier eine minimale Steigung ist, ist nämlich Schicht im Schacht. So, oh. Da sind wir ein bisschen zu weit in die Wiese gefahren. Na egal. Oh, das würde ich euch echt nicht empfehlen mit dem tiefen Lockerraum und Kurve. Das ist keine gute Idee, das ist, ne? Oder hier mit tiefen lockerbare Straße. Ist vielleicht auch nicht unbedingt vorteilhaft. Aber ich mache das nur, um euch zu zeigen, was ihr nicht machen dürft in echt, ne? Also bitte nicht zu Hause nachmachen. Nicht den Tier mit dem tiefen Lockerer aufreißen. Das wird, ja, wird bestimmt fast klappen. Kommt halt drauf an, wie dick die Straße ist, ne? Aber trotzdem nicht ausprobieren. Ich habe es zwar auch noch nicht ausprobiert in Real Life, will ich aber auch nicht, weil das, glaube ich, ganz schön teuer wird. So. Zack. Ja, ja. Zack. Boah, das backt auch schon so ordentlich bei Nacht hier. Also falls ihr euch fragt, warum ich weniger Kohle habe und so weiter und so fort. Ich habe, wie gesagt, schon die Gespanne ein bisschen umkonfiguriert wieder und ja. Irgendwas wollte ich noch sagen, das fällt mir jetzt gerade aber nicht mehr ein. Ich kann euch mal eben die Gespanne zeigen. Hier der Maxim zum Ansehen. Kann ich mal eben, ja, hier. Da habe ich halt Saatgut mit dem Hoflader hier reingefüllt. Das hat gut geklappt, echt. Habe ich mich gewundert. Ja, hier haben wir zwei Reihen Dünger hier, die beiden. Die linke und die mittlere. Und die rechte ist mit Saatgut. Ja. Der hier ist halt schon, oder immer noch vom Düngerstreuer. Hier haben wir den Fendt. Genau, den habe ich schon vorhin die Anhänger gespannt. Weil ich sonst eigentlich keinen Job mehr für den gefunden habe, so. Eigentlich braucht denn ja nichts mehr gemacht werden. Naja. Und zur Ernte werden wir uns definitiv auch noch ein neues Feld kaufen, weil das eine Feld hier lohnt nicht zu beackern. Den nehmen wir ein bisschen Kredit auf. Und dann klappt das schon. Die Silage wird aber auch echt bald durch sein. Dann fehlt uns nur noch Heu. Dann können wir mit Tieren anfangen. Also das Getreide brauchen wir ja für die Hühnerställe. Wir haben zwei Hühnerställe auf dem Hof. Für, ich glaube, einmal 100 und einmal 50 Hühner. 150 Hühner gehen. Ist im Mittelmaß. Also wir sind kein richtiger Hühnerbauer damit, aber ja, ne, so eine schöne Zwischenarbeit, sage ich mal, wenn wir bei den Kühen nichts zu tun haben.
Und ja. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das wird mit zwei kleinen Hühnerställen auf dem Hof. Ja, also ich habe mir von den Hof habe ich mir nicht komplett selbst ausgedacht, muss ich ehrlich sagen. Und zwar habe ich so, ich sag mal, das Grundmodell, also die rechte Seite habe ich komplett, ja fast komplett selbst gemacht. Also ich habe alles selbst gemacht, aber wie gesagt, ich habe mich halt inspirieren lassen. Aber ja, und zwar von dem guten Agrarfreak auf Insta. Aber Freak mit E geschrieben, Quatsch, mit 3 geschrieben. Das klingt so dumm. Ja. Und der hatte das halt auch so hier mit dem Hof. Halt mit dem Stall und Fuzzy-Learn-Lager auf einer Seite. Ich habe noch den Schuppen dazu gemacht und halt so die Natursachen und so. Also wie gesagt, ich habe das Grundmodell von dem übernommen. Aber eigentlich, ja. Aber das wollte ich nur mal eben am Rande erwähnen, weil mir das halt schon echt weitergeholfen hat. Ich hatte hier nämlich die Map gestartet und habe überlegt, wie machst du den Hof? Und dann habe ich aus Scheiße einfach Insta geguckt so. Einfach nur so, und da ich viele LS-Screenshot-Leute so abonniert habe, ist das ziemlich als erstes auf meine Insta-Startseite gekommen so. Und jo, habe ich gedacht, das sieht doch schon mal richtig, richtig nice aus. Und ja. Ja. So. Zieh, zieh, zieh. Aber das schockt schon echt mit dem Gespann. So. Kann man hier eigentlich gut Helfer einstellen? Wir probieren das gleich mal aus. Geht das? Wir bleiben hier mal ein bisschen mit drin sitzen. Ja gut, der kommt jetzt natürlich schief, ne? Wir lassen ihn mal machen. Ne, Quatsch, wir müssen vorhin mit dem Düngerstreuer rüber. Aber jetzt war nur so aus Scheiß. Gucken wir mal, wie der das packt. Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Ja, nicht wie der das packt, aber wie der das halt macht. Ob der es gut macht oder nicht so, oder. Ja, sieht ja eigentlich ganz akzeptabel aus, so. Also, oh. Den Streifen, da müssen wir gleich noch selbst wegmachen, aber sonst ist okay. Gedüngt 50%. Hä? Habe ich nicht 3 Düngestufen drin? Ja, moin, das ist ja einfach gar nicht. Sprichverbrauch niedrig, Digga. Hey, ich guck gerade Dings da. Fruchtzerstörung, Kalk, bla bla bla. Hä? Aber bin ich jetzt blind oder was? Wo kann man das denn einstellen? Hä, hier sind auch nur 2 Düngerstufen. Och, das. Och, nee. Nö. Bin ich jetzt blind oder was ist hier los? Na, egal. Ich guck zur nächsten Folge noch mal. Ja, ich möchte jetzt auch wieder Helfer. Oh, oh, oh. Ja, das muss man alles schön
im Schwung machen, ja. Dann passt das auch. Macht der Helfer ja alles falsch. Nee, aber eigentlich hat das tatsächlich gut geklappt, habe ich mich gewundert. Aber auf diesem Spielstand werden wir echt ein bisschen mehr machen. Weil auf diesen Feldern kann man halt eigentlich keinen Helfer laufen lassen. Komm, vorwärts, vorwärts. Ja. Aber habe ich halt auch Bock drauf. Und darauf habe ich mich halt auch eingelassen mit diesem Let's Play. So. Ja, Leute, das soll es auch von dieser Folge gewesen sein. Ich werde das Feld hier jetzt fertig tiefenloggern. Vielleicht auch düngen, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge wieder. Bis dahin, Leute, vergesst nicht zu supporten. Ja, haut rein, Leute, und tschüssi.